Hier ist Radio Taiwan International im Programm Teil Kulinarisches Taiwan. Begrüßt Sie Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute wollen wir uns mit dem Thema Nudeln befassen. Grob unterteilt gibt es in Taiwan drei Arten von Nudeln, nämlich Weizennudeln, die aus Nordchina eingeführt wurden und die größtenteils ohne Eier hergestellt werden, Reisnudeln und Glasnudeln. Bei Reisnudeln sagt der Name schon, dass sie aus Reis hergestellt werden, während der Name Glasnudeln auf die durchsichtige Konsistenz nach dem Kochen der Nudeln anspielt. Glasnudeln werden aus Stärke und Wasser hergestellt, wobei es unterschiedliche Stärkequellen gibt. Am bekanntesten sind wohl die Glasnudeln aus Mungobohnen. Es gibt sie jedoch auch aus Erbsen, Mais oder Süßkartoffelstärke. Heute wollen wir uns auf eine Art der Weizennudeln beschränken, nämlich Mianxian oder Misua auf Taiwanesisch. Das sind ganz feine Nudeln, oft auch als chinesische Vermicelli oder Fadennudeln bezeichnet. Im Unterschied zu den anderen Weizennudeln enthalten sie Salz. Beim Kochen sollte man daher etwas mehr Wasser als gewöhnlich nehmen und auch darauf achten, dass man die Suppe bzw. das Gericht, für das sie verwendet werden, nicht zu stark salzt. Die Ausgangsmaterialien für diese Nudeln sind also glutenreiches Mehl, Wasser, Salz und etwas Natriumcarbonat. Früher wurden diese Nudeln wie auch die anderen Nudeln per Hand hergestellt und per Hand gezogen. Wer heute jedoch Nudeln wirtschaftlich produzieren möchte, der kommt am Einsatz von Maschinen nicht vorbei. Getrocknet werden die Nudeln bevorzugt jedoch immer noch an der Sonne und nur wenn Regen das Trocknen im Freien unmöglich macht, werden sie in Räumen mit Klimaanlage und Luftentfeuchtern langsam getrocknet, sodass sie keine Risse bekommen. Diese Vermicelli garen sehr schnell und man muss gut darauf achten, dass man sie nicht zu lange kocht, damit sie nicht matschig werden. Es gibt jedoch eine Sorte, die auch längeres Kochen gut verträgt und das sind die sogenannten roten Vermicelli. Rot werden diese nicht durch den Zusatz von irgendwelchen Färbemitteln, sondern allein dadurch, dass sie vor dem Trocknen bei hohen Temperaturen gedämpft werden. Dabei kommt es zwischen den Aminosäuren und Zucker zu sogenannten MENA-Reaktion, die die Nudeln braun werden lässt. Wie bei den Spaghetti gibt es auch bei den chinesischen Weizennudeln solche mit unterschiedlichen Farben, wie zum Beispiel Kurkuma-Nudeln, die also gelb sind, rötliche Nudeln, die ihre Farbe von roter Reishefe erhalten, orange Nudeln, die Kürbis enthalten oder grüne Nudeln, also Spinatnudeln. Das sind aber natürlich alles neuere Nudelkreationen. Sehen wir uns nun einige Rezepte an, für die Misua, also diese dünnen Nudeln, traditionell verwendet werden. Die einfachste Methode, diese Nudeln zu essen, ist, unter die nach 30 Sekunden fertig gekochten Nudeln bitteres Teeöl, Kameliaöl, zu mischen, das als das Olivenöl des Ostens bezeichnet wird. Dies macht man meist, wenn die Nudeln als Reisersatz und nicht als alleinstehendes Gericht gegessen werden. Machen wir nun passend für den Winter Misua mit Sesamölhuhn und chinesischen Arzneimitteln. Dazu benötigen Sie eine Packung weiße Misua, 500 Gramm Hühnerstücke, eine Scheibe Engelwurz, eine Handvoll Astragal, 6 rote Datteln, einige Goji-Beeren, 2 Königspilze, 5 bis 6 Scheiben Ingwer, etwas Kameliaöl, 100 ml Sesamöl und eine Flasche Reiswein, die 19% Alkohol haben sollte. Die Hühnerstücke in eine Schüssel geben und mit kochendem Wasser übergießen, dann herausnehmen und gründlich abwaschen, abtropfen lassen. Engelwurz, Astragal und die roten Datteln in einen Topf mit 500 ml Wasser geben und zum Kochen bringen. Dann vom Feuer nehmen, den Deckel auflegen und 30 Minuten stehen lassen. Die Königspilze so in Stücke schneiden, dass sie recht viele Schnittseiten haben. Dazu werden sie mit der einen Hand gedreht, während mit der anderen Hand Stücke abgeschnitten werden. In einer Pfanne ohne Öl braten, bis sie möglichst viel Wasser verloren haben.
ein Stück Ingwer in dicke Scheiben schneiden und in die Pfanne geben. Dann das Kamelienöl hineingeben und so lange braten, bis sie etwas rösch sind. Danach das Sesamöl und die Hühnerstücke hineingeben und so lange braten, bis die Hühnerstücke goldgelb sind. Nun kommen die Pilzstücke dazu, sowie die Flasche Reiswein. Auf kleiner Flamme so lange köcheln lassen, bis der Alkoholgeruch verflogen ist. Nun die Suppe mit den Arzneimitteln dazugeben und etwa eine halbe Stunde auf kleiner Flamme köcheln lassen. Dann die Goji-Beeren, die in etwas Wasser eingeweicht wurden, dazugeben und mit geschlossenem Deckel noch 30 Minuten weiter stehen lassen. Im Wok oder einem anderen großen Topf mit ausreichend Wasser die Nudeln in kochendem Wasser 30 Sekunden kochen lassen. Dann herausnehmen und kurz in kaltes Wasser geben. Danach aus dem kalten Wasser herausnehmen und abtopfen lassen. Eventuell etwas Öl darunter geben, um ein Ankleben zu vermeiden. Die Nudeln auf die Nudelschüssel verteilen, mit der Hühnersuppe aufgießen und servieren. Nudelsuppe mit roten Fadennudeln. Hier sind also die Nudeln gemeint, die man länger kochen kann, nicht die, die mit roter Reishefe gefärbt sind. Sie benötigen 150 Gramm rote Miso, 300 Gramm Schweinefleisch in Streifen geschnitten, 2 Esslöffel Salzkozi, 1 Esslöffel Sojasauce, 1 Prise schwarzen Pfeffer, 1 Packung Milchfischmus, 100 Gramm saure Bambusstreifen, je etwas Karotten und Holzohrenpilze in feine Streifen geschnitten sowie Gnocchi-Pilze, etwas frittierte Frühlingszwiebeln sowie ein paar Tropfen Sesamöl. Die Schweinefleischstreifen mit Salz, Kozi, Sojasauce und dem Pfeffer mindestens eine Stunde marinieren. Dann die Schweinefleischstreifen unter das Milchfischmus mischen. Einen Topf mit Wasser zum Kochen bringen und ähnlich wie bei der Herstellung von Grießnockerln vorgehen. Also mit 2 Löffeln längliche Portionen abstechen und nacheinander ins kochende Wasser geben. Wenn sie an der Oberfläche schwimmen, herausnehmen. Die sauren Bambusstreifen zunächst waschen. Das Kochwasser bitte nicht wegschütten. Die sauren Bambusstreifen zunächst waschen, dann mit 500 ml Wasser 15 Minuten köcheln.